Götze sieht sich voll im Plan. Mario Götze hat sich nach seinem Comeback im Länderspiel gegen Finnland zum öffentlichen Rätselraten um seinen aktuellen Fitnesszustand geäußert. Der Ex-Münchner befinde sich total im Plan. Er sei fit und gut drauf, sagte Götze. Zwar sei es schon so, dass es ab und zu ein bisschen ziehe und zwicke, aber das gehöre seiner Meinung nach dazu, so der Mittelfeldspieler. Beim DFB-Team durfte der 24-Jährige 90 Minuten gegen Finnland ran. Beim BVB hingegen hat Mario Götze seit seiner Rückkehr noch keine Pflichtspielminute absolviert. Leverkusen zwei Wochen ohne Volland. Kevin Volland wird seinem Verein Bayer Leverkusen und der deutschen Nationalmannschaft zwei Wochen fehlen. Der Angreifer erlitt einen Bruch des rechten Ringfingers und wird am Donnerstag operiert, wie Bayer bekannt gab. Die Verletzung zog sich der 23-Jährige im Länderspiel gegen Finnland am Mittwoch zu. Volland kam im Sommer für 20 Millionen Euro aus Hoffenheim. Gladbach droht Mitgliedern mit Rauswurf. Dauerkartenbesitzer von Borussia Mönchengladbach wittern in der Champions League das große Geschäft. Da alle drei Heimspiele ausverkauft sind, blüht der Schwarzmarkthandel. Im Internet werden bereits Tickets für rund 1.000 Euro angeboten, obwohl sie offiziell höchstens 78 Euro kosten. Der Club will mit aller Härte gegen solche Fans vorgehen. So verfolgt man sämtliche Auktionen und Kaufangebote, um alle profitgierigen Vereinsmitglieder umgehend auszuschließen, berichtet die Bild. Gladbach trifft in der Champions League auf den FC Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow. Beckenbauer im Visier der Justiz. Die deutsche Fußballlegende gerät in der Affäre um die Vergabe der WM 2006 stärker unter Druck. Franz Beckenbauer drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Die Bundesanwaltschaft der Schweiz bestätigte Sport 1 eine andauernde Operation in diesem Kontext. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Beckenbauer wegen des Verdachts auf Untreue und Geldwäsche eingeleitet worden. Dabei soll es um dubiose Zahlungen in Höhe von 10 Millionen Schweizer Franken gehen. Dem Bericht zufolge sind weitere Beschuldigte Teil des Verfahrens. Mit den Sport 1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.